A sacrifice seduced for the altar of your vanity. A jealous, hungry god craving praises of profanity. With bedroom dark and dine and a deep mouth stained with wine, it drinks its fill. It was your mothers, not your brothers, that agreed to feed you poison. This egregious lack of choice, indeed seemed fit to join your voice in. With lies disguised as prizes of reason and wisdom, with briberies of finery to weaken any criticism. Can the fly invade? Moin. Jo, vor einiger Zeit, ist schon ein bisschen her, da habe ich ein Paket bekommen mit einigen Messern und die sind alle dafür gedacht, dass die in kommenden Spendenaktionen versteigert werden für den guten Zweck. Vielen Dank nochmal an den Spender. Ich bin immer wieder baff. Das ist große, große Klasse. Ja, was man innerhalb unserer Szene aufziehen kann. Und in diesem Paket war unter anderem das Spyderco Sage One dabei. Großartiges Messer. Aber auch dieser kleine, wunderbare Stachel hier. Also das ist wirklich irre, wie groß die Spendenbereitschaft da ist. Ja, ich kann mich nur immer wieder bedanken. Und ich hole halt kurz aus jetzt, um eine Einleitung zu finden zu diesem Sage One Video. Ich hatte dieses Modell vor vielen Jahren, auch das Zweiermodell, fand sie beide großartig, wurden aber beide verkauft zu seiner Zeit. Damals fand ich sie einfach zu klein, heute sehe ich das ein bisschen anders. Ich habe dann die Möglichkeit gleich genutzt, als dieses Messer da war, um es nochmal als EDC zu tragen. Und ich habe es ungefähr 3 Wochen als EDC getragen und das ist einfach messertechnisch ein kleines Meisterwerk. Das ist auch von allen Sage-Modellen, die es gibt, mir die liebste Variante, die Einer. Gibt mittlerweile 5 Varianten und die bauen bei Spyderco alle darauf auf, dass es dass verschiedene Verschlusssysteme eine Art Huldigung bekommen. Ja, das ist so der Sinn hinter der Sage-Reihe. Hier haben wir beim Sage One den Liner Lock von Michael Walker, beziehungsweise die Speerfeder, den Liner Lock mit Detent Ball. So ein Verschluss, so eine Speerfeder gab es davor schon. Jedoch mit dem Detent Ball, der sich dann in ein kleines Loch drückt durch die Federspannung, in ein kleines Loch, welches in der Klinge ist. Dadurch wird die Klinge sicher gehalten, wenn sie geschlossen ist. Und das war im Messersektor halt eine Neuerung, die absolut großartig war. Machte den Verschluss viel, viel sicherer und absolut hochpopulär. Es ist ein toller Verschluss, der Liner Lock, finde ich. Beim Sage 2 haben wir dann den Integra-Lock, den Frame-Lock von Chris Reeve. Da haben sie einen Titangriff gehabt, auch ein tolles Modell. Beim Sage 3 war es dann der Bolt-Lock, den hat Blackie Collins erfunden. Das ist so ein seitlicher Schieber, der sich dann auf die Wurzel, die Klingenwurzel raufschiebt. Hat mir optisch nicht ganz so gefallen, dieses Modell. Der Verschluss ist natürlich super. Beim Sage 4 haben wir ein Backlock mit Backlock. Also ein Backlock, der nicht mehr hinten saß, sondern in die Mitte gewandert ist. Und den hat damals Elmar populär gemacht. Eine Huldigung an Elmar, der hat diesen mit Backlock populär gemacht hat. Und beim Sage 5 haben wir den Spyderco eigenen Compression Lock, den man am Para 2 findet. Und den finde ich großartig. Ja, so viel, ein paar Worte noch zur Sage-Familie. Auch als kleine Nebeninfo
bei diesem Sage. 5% der Einnahmen, wenn man dieses Messer kauft, werden an die National Alzheimer Association gespendet. Immer eine gute Sache, wie ich finde. Ja, ich hatte nicht unbedingt vor, dieses Messer noch vorzustellen. Da gibt's ohne Ende Videos auf YouTube. Aber als ich es jetzt die paar Wochen getragen hatte, war das so fantastisch, dieses Messer. Das hat mir in allen Belangen so gut gefallen, dass ich persönlich nicht drumrum kam, ja, das Teil nochmal in die Kamera zu halten. Also mir hat es wirklich ungemein gut gefallen. Fangen wir mal mit den technischen Daten an. Wir haben 18 cm Gesamtlänge. Wir haben eine Klingenlänge von 7,5 cm. Davon sind ungefähr 6,5 cm effektiv scharf. Fertigung ist in Taiwan und wir haben den S30V Stahl. Das sind so die Modelle, die wirklich den legendären Ruf der taiwanesischen Fertigung eingebracht haben. Absolute Spitzenklasse, sowas von sauber gefertigt, beeindruckt immer wieder, obwohl dieses Modell jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Wir haben Full Flat Grind, Flachschliff. Wir haben eine ungefähr 3 mm starke Klinge, welche schön spitz zuläuft, sehr, sehr schönes, präzises Schneidgerät, fein ausgeschliffen, unter 0,5 mm, tolles Teil. Und als Griffbeschalung haben wir so ein G10 Carbon Fiber, ja, Laminatverbund. Sieht nicht nur toll aus, gibt in dieser Version auch ein bisschen Grip, ja, sehr temperaturbeständig, schlagfest, gutes und schönes Griffmaterial, Edelstahlliner, alles poliert, Standoffs poliert und ein schwarz-metallischen Gürtelclip, dieser Drahtclip von Spyderco. Für mich einer der besten Clips überhaupt auf dem Markt. Mit Sicherheit nicht der schönste, aber einer, der wirklich tauglich ist. Tolles Teil. Und dieses circa 90 Gramm schwere Messer absolut sicher in der Hosentasche verstaut. Tolles Messer. Überhaupt haben wir bei diesem Modell hier ein annähernd perfektes Modell. Mittiger Klingenstand. Klinge läuft weich und leicht. Ist wirklich alles. Linerlock steht sauber, macht sauber dicht, absolut kein Klingenspiel. Hier gibt's auf technischer Seite absolut überhaupt nichts zu mäkeln. Das ist ja ziemlich perfekt einfach gefertigt. Die Klingenlänge, wenn man das Messer mehrere Wochen führt, kommen natürlich irgendwann mal Schneidaufgaben, wie zum Beispiel, wenn man sehr viel Pappe schneiden muss. Also jetzt, wenn man so viel Pappe hat, dass es seit länger als 5 Minuten dauert, dann wünscht man sich doch so nach ein paar Minuten eine etwas längere Klinge, damit es einfach leichter von der Hand geht. Genauso in der Küche. Da hat man dann irgendwann mal zum Beispiel eine Süßkartoffel oder einen Spitzkohl. Da kommt diese Klinge absolut an ihre Grenzen. Es funktioniert natürlich, aber ganz klar, da wünschte man sich ein paar Zentimeter mehr. Aber im Großen und Ganzen kannst du damit fast jede Aufgabe perfekt lösen. Das liegt natürlich an dieser tollen Klinge von Spyderco. Das ist einfach erstklassige Klingengeometrie. Da macht das Arbeiten wirklich, wirklich viel Spaß. Und was mir an diesem Messer so gut gefällt, also so besonders gut gefällt, im Gegensatz zum Paramilitary 2 oder zum Mannix, was in meinen Augen die besseren Arbeiter sind, hat dieses Messer aber noch den Vorzug, dass es einfach sehr edel daherkommt. Dass es einfach eine Eleganz besitzt, wie dieses Modell hier ebenfalls. Dass es einfach eine Eleganz besitzt, die das Paramilitary 2 und das Mannix nicht haben. Und hier vereint sich halt diese absolut hohe Fertigungsqualität, diese großartige Performance und diese Eleganz zu diesem tollen Messer. Und wenn man so ein bisschen die Augen aufhält, weil neu sind die natürlich recht teuer, aber auf dem Zweitmarkt tauchen die immer mal wieder auf, so um die 120 und die 130 Euro.
Und wer auf dieses Messer steht, der sollte da unbedingt zuschlagen. Ich finde es absolut grandios. Klarer Fall, dieses Messer muss im Vorgriff geführt werden. Hält man es wirklich hinten, ist es bei mir eh nur ein Drei-Finger-Messer. Es liegt zwar nicht schlecht in der Hand, vierte Finger schlägt an, aber man hat so viel weniger Kontrolle, das gefällt mir gar nicht. Greift man vor, es ist für mich ein Vier-Finger-Messer. Daumen landet gut auf der doch aggressiven Rampe. Die ist ein bisschen scharfkantig, gewöhnt man sich allerdings sehr schnell dran, ist nur der oberste Huppel hier. Und dann ist man so nah an der Schneide, also viel näher geht gar nicht und kann so präzise arbeiten. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, habe mich wirklich, wirklich wieder schwer verliebt in dieses Teil. Und wenn dieses Messer irgendwann für den guten Zweck versteigert wird, da werde ich definitiv mit drauf bieten. Einfach ein tolles, tolles Messer. Gudi, den meisten werde ich nichts Neues erzählt haben. Wie gesagt, das Messer gibt es ja schon eine ganze Ecke am Markt. Tackert mal was rein in die Kommis, wie ihr das Teil findet und welches euer Favorit in der Sage-Familie ist. Alles klar, das war's dann von mir. Bleibt gesund, Peace, ich bin raus.